Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlage-Idee mit der HSBC. US-Finanzministerin und Ex-Fed-Chefin Janet Yellen hat am Dienstag für ein kurzes Beben an den Märkten gesorgt. Sie sagte, es könnte sein, dass die Zinsen steigen müssten, damit die Wirtschaft nicht überhitzt. Der DAX und die US-Märkte reagierten mit einem deutlichen Rücksetzer von zeitweise über 2%. Gestern ging es für den DAX dann schon wieder deutlich nach oben. Ja, Zinssorgen an den Märkten, ein Thema, über das wir sprechen wollen, mit Christian Köker von der HSBC Deutschland. Ja, Herr Köker, der DAX hat am Dienstag ordentlich Federn gelassen. Ich habe es angesprochen. Es war allerdings nicht für alle ein schlechter Tag. Auf den Derivatehandel hatten die Yellen-Aussagen einen ganz anderen Effekt, oder? Ja, solche Tage, an denen wir große Bewegungen sehen, große Kursveränderungen sehen, sind natürlich von erhöhter Umsatztätigkeit geprägt und führen eben auch zu vielen Trades, wie man so sagt. Und die Trader, die eben auch auf fallende Kurse gesetzt haben, für die war es sicherlich auch ein guter Tag. Und deswegen sah es sicherlich ein herausragender Tag auch aus Sicht dieser Anleger. Der Markt hat die Yellen-Aussagen schon wieder verdaut. Der DAX ist ganz schnell über die Marke von 15.100 Punkten zurückgekehrt. Wie ist denn das zu erklären? Die Marktverfassung scheint durchaus sehr robust zu sein. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Quartalszahlen, Unternehmenszahlen, die wir momentan sehen, die sind durchaus erfreulich. Auch DAX-Schwergewichte wie BASF oder beispielsweise SAP haben die Analysten positiv überrascht, haben ihre Aussichten für den Rest des Jahres ja sogar angehoben. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass das Zinsniveau, auch wenn es in den USA ein wenig gestiegen ist, beispielsweise hier in Deutschland immer noch negativ ist. Also auch die 10-jährige Rendite, die in den USA jetzt bei 1,6% etwa liegt, die ist in Deutschland immer noch negativ bei etwa minus 0,25. Und das sind natürlich auch Dinge, die dann auch teilweise das Kapital im Markt halten. Es ist nach wie vor einiges an Cash im Markt. Wo sehen Sie denn hier aktuell Einstiegsmöglichkeiten? Ja, also ich glaube, dass man eben sehen muss, dass es ohne Risiken weiterhin nicht geht. Also wer wirklich defensiv anlegen möchte, der muss es vielleicht mit Deep Discount-Zertifikaten tun, mit großen Risikopuffern. Aber man muss natürlich auch sehen, dass selbst im Umfeld jetzt von einem Allzeithoch, den wir uns immer noch bewegen, auch in der Vergangenheit durchaus auch noch positive Kursentwicklungen möglich gewesen sind. Also es ist jetzt keinesfalls so, dass man sagen muss, sell in May and go away, alles verkaufen, jetzt abwarten, bis der Winter kommt. Ich glaube, die Marktphase ist durchaus eher vielleicht weniger optimistisch als in den letzten Monaten, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass es total desaströs gerade aussieht. Was spricht denn konkret für einen weiteren Anstieg bzw. für einen Kursrutsch? Ja, so für einen weiteren Anstieg spricht natürlich das, was wir auch gesehen haben, dass solche Dips, ja, solche kurzen Rücksetzer sofort auch wieder von institutionellen Investoren und auch von Privatanlegern zum Nachkaufen genutzt werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, in den letzten Monaten ist nicht nur viel Geld an den Aktienmarkt geflossen, es ist auch viel Geld auf dem Girokonto liegen geblieben oder in Tagesgelder investiert worden. Und das eben auch bei immer weiter sinkenden Freibeträgen für Negativzinsen. Also es gibt da draußen natürlich immer noch eine Menge Kapital, das eben nach Gelegenheiten sucht, irgendwie halbwegs vernünftig angelegt zu werden. Das spricht weiterhin eben für stark steigende Kurse. Auf der anderen Seite eben, was für schwächere Kurse spricht, ist eben, dass viele Investoren einfach auf Jahressicht auch schon vorne liegen und dann möglicherweise auch den Risikomodus ein bisschen reduzieren und der Risikoappetit einfach auch zurückgefahren werden wird. Sie haben uns als Produktidee jetzt ein Long-Zertifikat mitgebracht, nämlich ein Mini-Future auf den DAX. Können Sie uns das Produkt ein bisschen näher erläutern? Ja, das ist ein Hebelprodukt, ein Produkt mit einer Knockout-Barriere. Aber die Besonderheit bei diesem Produkt gegenüber anderen Knockout-Barrieren, gegen anderen Knockout-Produkten ist es, wir sehen es eben, dass der Basispreis und die Knockout-Barriere unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben es hier mit einem Produkt zu tun, bei dem, wenn das negative Szenario eintritt und der Markt eben fallen sollte, hier in dem Beispiel auf 12.610 Punkten, dass es dann eben auch noch einen Restbetrag gibt, also nicht das Totalverlustrisiko direkt eintritt. Und ausgehend von diesem Niveau von 12.485 Punkten, dem Basispreis, partizipiere ich an weiteren Kursanstiegen des DAXes eben mit einem Hebel von aktuell etwa 5,85. Natürlich nach oben wie nach unten, das muss man eben berücksichtigen. Aber das ist eben letztendlich hier ein Hebelprodukt, was weiterhin Optimismus versprüht und eben im Fall dessen, dass es nach unten läuft, eben beim Knockout hier eben noch einen kleinen Restbetrag zurücküberweist. Welche Risiken muss ich als Anleger beachten? Ja, eben die überproportionalen Kursrisiken, die ich angesprochen habe, die durch den Hebel zustande kommen, eben bis hin zu einem Totalverlustrisiko und eben natürlich auch ein Emittentenrisiko, was man eben bei Zertifikaten und Anleihen aller Art immer berücksichtigen sollte. Das sind hier eben die wesentlichen Punkte, die Anleger im Auge haben sollten. Sagt Christian Köker von der HSBC Deutschland. Vielen Dank. Danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.